Willkommen zurück zu Resident Evil 4. Gut, wir müssen uns jetzt hier erstmal wieder... komme ich nur da runter? Ach, da von da, so, auf der anderen Seite komme ich runter, dann geht es wahrscheinlich hier runter. Und hier ist wieder so ein Schatz. Wollen wir mal gehen. Gehen wir mal hier weiter. Hier sind wir wieder im nächsten Hinterhalt. Ein Hinterhalt führt natürlich hier zum nächsten. So, und irgendwo hier muss das Ding sein. Seht ihr? Genau. Ist irgendwo hier. Ja, das war ja klar. Oh, no. Ich sollte die vielleicht irgendwo stehen lassen. Ich versuche es einfach mal. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie... So. Wait. Bleib einfach mal hier. Ich glaube nicht, dass sie so weit kommen. Ich glaube es mal nicht. Darum geht es hier. Also es geht ja nicht um mich. Oh, klar, kleiner Moment. Okay, hier bin ich wieder. Und zwar jetzt machen wir uns erstmal wieder... Kümmern wir uns um diese zwei Kollegen hier. Oben. So zwei hat es nicht gerafft. Das gebe ich wirklich, dass sein Kollege tot ist. Jetzt sowieso nicht mehr. So. So, jetzt nehmen wir mal wieder den Punisher. Oder die Punisher, je nachdem, wie das Ding heißt. Ich nehme der Punisher. Ja, aber das ist ja die Pistole. Aber gut. So, wir lassen Ashley da unten. Ich denke mal, das ist für sie der sicherste Ort. Denn nicht abgesehen, dass sie gekidnet werden kann. Oh, Seidenkristall, jawohl. Sondern auch wenn sie einmal getroffen wird von diesem komischen Feuerball, ist sie platt. Gut, Leon vielleicht zweimal. Aber, ja. Sollten wir aufpassen. Und lieber passen wir nur auf uns auf. Boah, das war knapp. So, einer ist platt mit diesen Feuerbällen. Eine. Ja, das ist natürlich, wir stehen jetzt natürlich... Ja, wir stehen genau davor. Was gibt es hier? Ein goldenes Armreif. Aber das ist natürlich, das ist ein ganz cooler. Da kann man in den Kopf schießen, wie man will. Das ist eine eiserne Maske. Da muss man auf den Körper zielen. Geht nicht anders. Ich will das nicht mal 1000 Lappen liegen. Na. Okay, gut. Das ist so eine Sache. Also da unten können wir die auch nicht stehen lassen. Wir müssen die mitnehmen. Es geht nicht anders. Okay. Es geht nicht anders. Wir müssen halt vom Glück aus reden, dass wir irgendwie die drei Dinger da oben platt machen. Okay. Wir wissen jetzt ja, wo die stehen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr klasse. Hallo, Kollege. Ein Schädel ist weg. Bleibt nur noch einer Schädel übrig. Hahaha. Mann, bin ich gut. So. Punisher wieder. Wir laufen jetzt direkt erstmal zum... Ja. Nicht zum Ziel, direkt zum... Oh, krass, 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 krass. So, der erste ist platt. Seht ihr? Können wir schon von oben, von hier unten platt machen, den ersten. Ich glaube, die anderen finden wir von hier oben nicht. Das nicht wirklich. Na gut. Das ist schon mal ein Anfang. War nicht klasse. 1700 Pesos. Richtig geil. Ich werde reich hier. So.
Ja, ich mache wohl was falsch in meinem Berufsleben. Ich hätte wohl das gleiche machen sollen wie Leon. In armen Ländern gehen sonst die armen Leute noch recht ausbeuten. Gib mir dein Geld. Nein. Du bist ein Zombie, ich muss dich platt machen. Gib mir dein Geld. Okay, hier wird es jetzt wieder kriminell. Hier kommen wir vielleicht. So, einen hätten wir wieder platt gemacht. Vorsicht. Komm mit, Kleines. Müssen wir nämlich aufpassen. Und wie findet ihr seinen Tanz, da? La Cucaracha, la Cucaracha. So, alle guten Dinge sind 13, da gehe ich mal alle drei platt. Nein, nicht wirklich. Gibt es da hinten noch irgendwie eins, wo ich vielleicht mit dem Scharfschützengewehr da hinkommen könnte? Ja gut, lieber nur eins wie 10.000. Okay. Ich höre wieder solche Gegner. Die machen mir Angst. Die sind wie besessen sind die. Wenn wir jetzt genauer nämlich hinhören, dann reden die auch immer nur ein. Scheiße, immer nur laut. Hört ihr das? Wo sind die? Da kommen die. Die tragen keine Masken. Ich muss mich immer umschauen. Nicht, dass links oder rechts irgendwie noch andere Gegner sind. Aber das Ziehen wird bei mir immer besser hier, so wie es aussieht. So. Weg von hier. Irgendwie muss ich den doch Platten kriegen hier. Wahrscheinlich im Scharfschützengewehr. Hat ein Schuss gereicht? Ein Schuss hat gereicht? Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Schuss gereicht. Krass. Okay. Dieses Tor ist verschlossen. Und nächster Stern ist da vorne. Vor dem Ziel. Okay. Wir wollten einen Mechanismus und ich glaube, ich habe den Mechanismus gefunden. Oder auch nicht. Also ich meine an, ich hätte von hier aus hätte ich vielleicht auch hinziehen können. Ja, hätte ich auch. Direkt sogar mit dem Scharfschützengewehr. Ja gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Kurbeln. Komm schon. Oh mein Gott. Ja, mach ich doch. Komm schon. Mal herwoll. Dann bin ich stark. Feuern. So, hier hätten wir jetzt mal alles. Ich habe es mir natürlich erstmal wieder schwerer vorgestellt. Aber, naja. War jetzt doch nicht so. Easy war es jetzt auch nicht wirklich, aber, naja, doch, es war easy. Wo ist denn da? Da ist das Tor. Ich habe es komplett zerschossen. Geil. Nochmal zur Kontrolle. Ah, hier ist wieder ein Händler. Hier wimmelt es ja nur von Händlern. Das ist doch krass, hey, oder? 17.000 Pesos, mit dem kommen wir nicht weit. Okay. Aber ich habe wieder ein paar Sachen zu verkaufen, ja. Welcome. Zumindest eins. Got some rare things on. What are you selling?
Also ein Gold am Reif und zwei Seitenkristalle habe ich zum Verkaufen. Thank you. Is that all, stranger? Ja, ich glaube nicht, dass dieser Goldarmreif, dass man dann irgendwas noch kombinieren könnte. Ich weiß es nicht. Lass mal kurz mal gucken. Come back. Sicher. Besser, wir schauen mal nach. Untersuchen. Goldarmreif. Ein handgearbeiteter Goldarmreif mit wunderschönen Verzierungen. Okay. Verkaufen wir. Ja. What are you selling? Is that all? So, jetzt können wir auch ein bisschen tunen wieder. Wir haben ja 30.000 wieder. Können wir jetzt langsam mal wieder ein bisschen tunen. Ich weiß nicht, das Gewehr, Sturmgewehr oder TMP? Wir fangen natürlich mit dem Gewehr an, das ist das, was wir am meisten benutzen. Und dann gleich natürlich mit der Feuerkraft. Jetzt haben wir eine Feuerkraft von 6.0. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ladegeschwindigkeit noch. Also ein Level, zwei Level Feuerkraft, ein Level Feuergeschwindigkeit und drei Level Kapazität noch. Die Kapazität wird nicht viel. Ich glaube, die Kapazität kommt direkt nur auf 18. Aber die hat von der Stärke aus her, ist sie natürlich besser. Ich stehe eher auf so Feuerkraft. Mehr Feuerkraft stehe ich. Wie Kapazität. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. So, natürlich haben wir eine Sendestörung. Was haben wir denn da? Platinschwert auf der Goldplatte. Platinschwert nehmen? Ja. Du erhältst Platinschwert. Das haben wir jetzt erstmal mitgenommen. Das ist so schön geleuchtet, deshalb habe ich es halt einfach mal mitgenommen. Öffnen. Ah, Kohle. 2000 Pesos. Und hier wird es natürlich wieder. Matalo! Ja, ja. Oh mein Gott, was sind das für Stimmen? Okay. Zeit mal die neue Feuerkraft auszuprobieren. Ja, die sind mal so schlecht, die neue Feuerkraft. Okay, wollen wir gleich mal wieder nachladen. Ich denke mal, jetzt geht's weiter mit der Punisher. Geht's wahrscheinlich jetzt richtig gut. Es kommen immer mehr Leute, wenn ich jetzt nicht endlich langsam mal diesen Anführerblatt mache. Ich weiß nicht, was hat er, ein Smartphone oder? Für die Leute an, über WhatsApp oder was macht ihr? Schreibt ihr die im WhatsApp? Jungs, Kacke ist am Dampfen. Ami ist hier. Kommt bitte schnell vorbei. Seht ihr? Schnauze. Idiot. Roten Gewand. Folter, du wirst ein bisschen aus wie Kratos. Von God of War. Ja, klar. Komm schon. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, was ist das für ein Ding, was aus dem Kopf ragt? Ja. Eins ist Fakt. Das Ding ist hartnäckig. Mit der stinknormalen Knarre werden wir da unsere Probleme haben. Mal
Gucken, ob es hier noch einen Schatz gibt oder so. Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber hier gibt es auch irgendwas, was wir unternehmen müssen, oder? Ah ja, ich glaube, ich weiß was. So, hier. Goldschwert auf der Platinplatte. Goldschwert entnehmen, ja. Ist auch das Goldschwert. Wenn ich jetzt das Platinschwert hier hinmache. Und das Goldschwert runterhin mache, wird wahrscheinlich was passieren, oder? Oh, ein Spinell. Sehr gut. Oh, hier ist bestimmt noch was drin. Ein rotes Kräutchen. Das trifft sich doch sehr, sehr gut. Denn wir haben wieder ein grünes Kraut, zwei grüne Kräuter sogar. Und ein rotes Kraut. So. Kombinieren. Vielleicht finden wir sogar noch mal ein gelbes. Wer weiß. Gesäubert haben wir diesen Raum? Er ist jetzt rein. So, das goldene Schwert. Oh, sorry. Ja, ja klar, seht ihr? Und oben tut sich was. Also ich sage euch, diese Rätsel sind nicht sonderlich schwierig. Habe ich bei Resident Evil schon schwerere gesehen. Um einiges schwieriger. Leon! Oh, Louis, mein Kumpel. I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Okay. In solchen harten Situationen braucht man auch Leute, die zu einem stehen. Die Tür ist fest verschlossen. Okay, geht's wohl nicht weiter. Und jetzt hier, glaube ich, ist wieder so ein... Ja, im nächsten Raum ist wieder so ein Schatz versteckt. Da oben irgendwo ist ein Schatz versteckt. Oh, wie dieses Lachen, wie ich das hasse. Wahrscheinlich muss ich mich hier umdrehen. Warum auch für den Gigant? Who are you? Me llamo Ramon Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my. We've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or, Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Ja, wir finden ein Heilmittel. Und nicht nur das. Hier finden wir auch... Das muss hier sein. Komm schon. Mach mich nicht schwach. Na, seht ihr? Und da ist was. Hab ich's doch gewusst. Purpurner Edelstein. Zu dem purpurnen Edelstein fehlt mir natürlich auch dieses passende Objekt. Ah, jetzt gibt es keine Kisten mehr. Hier gibt es jetzt Basen, in denen wahrscheinlich das gleiche versteckt ist. Bingo. Was sag ich?
Mal gucken. Nein, Seidenkristall. Und nichts. Gut, hier ist ein Speicherpunkt. Das bietet sich jetzt natürlich gut an. Aber zuerst, was ist das hier? Prüfen. Wunderschöne Dekoration. Aber etwas fehlt. Ich kann mir auch vorstellen, was. Ein paar Platten, die wir jetzt natürlich besorgen müssen. Und das wird bestimmt nicht einfach. Aber, wie gesagt, das sehen wir dann im nächsten Video, Leute. Okay, also, haut rein. Bis zum nächsten Mal.